Ja, war ein sehr schönes Wochenende. Natürlich auch für mich ein bisschen anstrengend. Aber erfolgreich. Vor allem deswegen erfolgreich, weil der gute Zweck im Vordergrund stand. War dann mal in der Mittagspause in dem Café Paradies und die haben eine Tochter, die ist behindert, die sitzt im Rollstuhl. Und dann habe ich mich erkundigt, wo die Institution ist, wo sie jeden Tag hingebracht wird. Und die ist in Kempten, das sind die Werkstätten für Behinderte. Und mein Sponsor, diese Marke Red Bull hier zum Beispiel, haben auch eine Institution, die machen eine Rückenmarksforschung. Und an diese zwei Institutionen wird der ganze Erlös gehen. Und für diesen guten Zweck waren zahlreiche aktive und ehemalige Sportgrößen in den Oberallgäuer Schrotkurort gekommen. Darunter Triathlon-Weltmeister Daniel Unger, Ironman-Profi Michael Göhner, die ehemalige Eiskunstläuferin Kathi Winkler und viele weitere mehr. Pünktlich zum Start des Benefizwochenendes hatte Frau Holle allerdings kräftig die Kissen geschüttelt. Kurzfristig wurde die Oberstaufner Ortsloipe gespurt. Das Team von Matzhus zeigte sich spontan und organisierte einen Skitest mit dem aktuellen Material. So konnte sich Michael Göhner bei, naja, sagen wir mal vorsichtig, widrigen Bedingungen auf die Loipe machen. Bereits tags zuvor trafen sich die vielen Gäste und Promis in Meckatz, wo die Meckatzer Brauerei besichtigt wurde. Brauereichef Michael Weiß höchstpersönlich hatte eingeladen. Natürlich endet eine solche Führung mit dem Anstoßen auf das Gelingen des Wochenendes. Michael Göhner übrigens gewann ja letztes Jahr überraschend den Oberstaufner Wintertriathlon und die Deutsche Meisterschaft, beerbte damit einen weiteren Ehrengast, Sibi Slufcik. Ex-Weltmeister im Wintertriathlon. Er wollte eigentlich ja nur nach Balderschwang zum Langlaufen gehen, als er von Olli Presser abgefangen und zum Benefizwochenende nach Oberstaufen eingeladen wurde. Der Höhepunkt des Benefizwochenendes war zweifellos die Party am Samstagabend im urigen Apostelstadel. Hier wurden vielerlei Sportutensilien zugunsten der behinderten Menschen versteigert, darunter ein signierter Schwimmanzug von Daniel Unger. Er war ja erst Anfang September als erster deutscher Weltmeister über die olympische Distanz geworden. Heiß begehrt waren auch die gestifteten Skating-Ski von den Langlaufstars Efi Sachenbacher und dem dreifachen Biathlon-Olympiasieger Michael Greis. Beide konnten zwar aufgrund ihrer Trainingslehrgänge in Skandinavien nicht selber vor Ort sein, haben aber jetzt schon für eine Neuauflage im nächsten Jahr ihr Kommen fest zugesagt. Auch die Trikots des ehemaligen Radprofis Jan Ulrich und seines ehemaligen Mannschaftskollegen und jetzigen Schwagers Tobias Steinhauser fanden reißenden Absatz. Eine Auktion, und da muss ich mich bei vielen, vielen Prominenten bedanken, die keine Zeit hatten, wie ein Michi Greis. Bei ihm war ich letzte Woche noch. Er hat mir Ski signiert, oder eine Efi Sachenbacher hat Ski signiert, die jetzt für den guten Zweck zugutekommen. Ein Jan Ulrich hat sich gemeldet, hat ein Trikot geschickt. Tobias Steinhauser, Fabian Wegmann von Gerolsteiner, Marcel Wüst, Kai Hundertmark. Also all diese Leute haben uns unterstützt. Und ohne dessen Unterstützung wäre das Wochenende auch nichts geworden. In kurzweiligen Gesprächsrunden gaben die Altstars und die aktiven Sportler der verschiedenen Disziplinen Einblicke in ihren Sport und dessen Besonderheiten. So erzählte zum Beispiel Alessandro Riedle, Sohn des Fußballweltmeisters Karl-Heinz Riedle, von seinem täglichen Training beim Schweizer Traditionsclub Grasshoppers Zürich. Alessandro ist auf dem besten Wege, Fußballprofi zu werden. Wie es auf zwei Rädern im Gelände zugeht, verrieten Marc Hug, Teamleiter des Simplon SRM-Teams, und der österreichische Topfahrer Karl Magd, der sich in der Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Peking befindet. Die Krone für die charmanteste Präsentation auf der Bühne allerdings gebührte unbestritten Kathi Winkler. Die frisch gebackene Mama und Wahlallgäuerin konnte viel über das ganz besondere Flair von Olympia erzählen. Schließlich war sie zusammen mit ihrem Eislaufpartner René Lose gleich zweimal bei Olympia dabei. Für die passende Live-Musik sorgte Lokalmatador Ralf Felle.
ehrenamtlich übrigens. Auch er stellte sich in den Dienst der guten Sache. An beiden Tagen gab es natürlich auch genügend Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Nach dem schon erwähnten Langlauf-Auftakt am Samstag stand als Abschluss dann am Sonntag Nordic Walking und Laufen auf dem Programm. Triathlon-Weltmeister Daniel Unger höchst selbst stand zunächst Rede und Antwort bei Olli am Mikrofon, um dann durchs Aufwärmprogramm zu führen und schließlich mit seiner Gruppe rund um den Staufen zu laufen. Der ehemalige nordische Kombinierer Marc Frey zeigte den Nordic Walkern, wie eine Trainingseinheit möglichst effektiv gestaltet werden kann. Hut ab vor ihm, Olli Presser, der wieder einmal eine Veranstaltung aus dem Hut zauberte, die keine Eintagsfliege bleiben wird. Trotz der sehr kurzfristigen Planung war das Benefizwochenende ein voller Erfolg.